Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir machen jetzt mal weiter. Und zwar, wir sind jetzt hier beim Ammunition Schrank angekommen. Also wird mal Zeit, sich hier ein paar neue Waffen zu besorgen. So, was haben wir denn hier? Okay. Tränengas, Granate, Haftbombe. I hope you ain't one of those eternal browsers. Messer. Anything I don't know about Sandy Shores ain't no help. Scharfschützengewehr, na. Ich würde sagen, sowas nehmen wir mit, oder? I don't have any of those in stock right now. Ah, toll. Nehmen wir mal das mit. Perfekt. Enjoy. Obwohl, ich bin noch was. Bin noch nicht fertig. Kugelsichere Weste gibt es hier auch noch. Ach, falschen brauchen wir jetzt noch nicht. Oberteile. Was gibt's hier Geiles? So. Wir gucken mal jetzt bei Franklin kurz rein. Was er denn jetzt so treibt. Weil mit ihm können wir es selber nochmal machen, auch immer nochmal ein bisschen aufpimpen. Weil er hat ja auch keine richtigen Waffen. Der ist ja gar nichts im Prinzip. Was macht denn der da? Nigga, I'm on, nigga. Call the police and tell them to bring out the body bag. It ain't worth it, homie. Go home. Man, I'll bust on these old bitch ass niggas and sleep like a baby. Okay. Gehen wir auch hier zum Ammunition Stand. Wie weit ist denn das von hier? War auch wieder eine Distanz. Sorry. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Okay. Naja, so am Arsch können wir glaube ich nicht sein. Wir sind noch cool drauf. Und vor allem, was wir denn schon antun? Wir pimpen uns jetzt ein bisschen auf mit ein paar Waffen und dann läuft das schon. Aber oh, da komme ich gar nicht durch, okay. Wir sind gerade in East Winewood. Na, erkunden wir mal ein bisschen hier die Stadt. Hey, du bist lungener Wichser. Ich gebe dir den Bagger, den wir geklaut haben. Steht bei. Okay. Ach du Mistlauniger.
Aber was für ein Bagger meint er denn jetzt? Na, schauen wir uns gleich an. Noch 3 Kilometer, dann sind wir auch schon am Ziel. Ah, oh, fuck. Ja, Leute, warte mal ein bisschen, gib mal ein bisschen Gas hier. Muss ich noch ein paar Waffen kaufen? Weil ja, ich muss jetzt so eine 9mm Pistole, brauche ein bisschen was Stärkeres. So, dann sind wir auch gleich am Ziel angekommen. So, auf geht's, einkaufen. I can't find where they moved the goddamn chronic factory to. Looks like tourist season's officially begun. So. Da muss Franklin mal ein bisschen mehr Scheiße bauen. Saved my life in a bar fight more than once. Wir haben ja Kohle ohne Ende. Have fun. Ja, werden wir haben. Da ich ja meinen Code eingelöst habe endlich. We'll refund the difference. Actually, forget that. No, we won't. Sturmgewehr. And to think I dreamed of being a ballroom dancer as a young boy. Sturmgewehr können wir auf jeden Fall gebrauchen. Bisschen besseren Griff, taktisches Licht, Zielfernrohr. Das können wir alles gebrauchen. MP sowieso. Können wir noch irgendwas gebrauchen? Not my kind of gun, but to each their own. Ah, ist nicht vorrätig. You won't get any hard sell from me. I can assure you of that. Ja, das reicht. So, was haben wir? Jetzt würde ich sagen, wir gehen. Was machen wir jetzt? Strip Club? Ne. Was machen wir denn jetzt? Ich will erstmal irgendwie zum. Irgendwie so einen geilen Laden erstmal hin, wo wir ein bisschen Klamotten kaufen können. Da hätte ich jetzt auch noch voll Bock drauf. Aber wo ist denn hier sowas? Ah, vielleicht finden wir sowas unterwegs. Einmal hier an, ich will damit fahren. Nobody needs to get hurt, alright? Dirtbag! Bitch ass bullshit.
Also richtig geil ist die Karre auch nicht. So, wir haben uns jetzt mal komplett ausgerüstet, das ist schon mal sehr gut. The fuck? Oh, Mist. Wo bin ich denn jetzt? Mal schauen, was noch bei Michael geht. Wo ist er denn gerade? Ach, bei sich in der Wohnung? You're not an FIB agent. You don't get to know where I am all day. Jesus. I am tired of your bullshit, Michael. Tired. Eine richtig nette Familie, muss man so einfach mal so eiskalt sagen. Er hat eine richtig geile Familie. Können wir hier irgendwie die Scheiße bauen hier oder so? Ach, in der Garage haben wir gar keinen Wagen. Okay. Hier nichts los bei uns. Wer hat das gesagt? Gucken wir uns das mal hier ein bisschen an. Ah, sieht schon sehr geil aus, diese Hütte hier. Die Grafik. Ah, das kann was. Ich guck kurz, wie das hier läuft mit Tennis. 2 Minuten. Give me a tennis match. Come on. Ja, ja, ist mir schon klar. Ein Satz höchstens. Man against woman. The original battle. Whatever happens on court, you lost the war a long time ago. Komm. Winning doesn't matter. Let's remember that. Hm. Ich hab gedacht, B wäre Schmettern. Oder ist mir so ein Topspin. Aber es wurde anscheinend nicht so. Boah, gleich ein Ass geschlagen. Hammergeil. Oh, zu kurz, oder? Ja, geht noch. Ah, das fühlt sich schon sehr geil an, irgendwie. Ach, scheiße. Das kann doch nicht sein. Wie scheiße bin ich denn? Komm, Michael, jetzt aber. Ihr könnt es nicht von so einem Mädchen nach hier frühstücken lassen. Zack. Zack. Und zack. Machst du gar nichts mehr. Da machst du nichts mehr. Zack. Zack. Aus.
Ja, das glaubst du, ne? So habe ich mich ein bisschen warm gespielt und jetzt geht das. Zack! Wow, wow. Nein! Ach komm mir doch auf, ey. Das war gar nicht so geil. Das war voll dumm von mir. Zack! Zack! Siehst du? So muss das. Ja, ich spiele es mal bis 1 und dann fahren wir. Da war das hier. Da habe ich euch mal ein bisschen Tennis gezeigt. Ein bisschen aus meinen Künsten. Los. Schlagen wir sie. Oh. So, Spielball. Ist doch keine Herausforderung, sowas. So, jetzt nochmal. Zack. Nein. Aus. Spiel gewonnen. Das war's. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von GTA 5. Haut rein.